Ja, Freunde, herzlich willkommen zum Platin Walkthrough zu Bloodborne, dem besten Spiel aller Zeiten. Willkommen auf meinem Kanal, ich heiße Jack FromSoft und bevor wir da die ersten Worte so richtig verlieren, starten wir einfach mal ein neues Spiel. Oh ja, Bleichblut. Tja, ihr seid am richtigen Ort. In Yharnam wird Blutbehandlung praktiziert. Ihr müsst nur ihr Geheimnis enthüllen. Aber wo soll ein Fremder wie ihr nur beginnen? Dazu sollte etwas Yharnam-Blut in euch fließen. Doch zuerst kommt euer Vertrag. Ihr und schon zusammen der Charakterentwicklung, Charakterstellung angekommen. Vielleicht kurz ein paar Worte zu Bloodborne und ein paar Worte zu der Geschichte von Bloodborne und mir und wie ich den Platin Walkthrough aufbaue. Bloodborne ist für mich persönlich nicht nur das beste Spiel von From Software, sondern auch mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten. Also nichts hat mich so dermaßen ja, in den Bann gezogen wie Bloodborne. Ich liebe dieses Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich. Habe schon über 4000 Spielstunden darin. Wie will ich diesen Platin Walkthrough aufziehen? Naja, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich kann euch zeigen, wie ihr in 2 Stunden im Bloodborne absolut OP werdet mit Arcan. Ja, aber das ist eigentlich nicht der Sinn eines Platin Walkthroughs. Drum habe ich mich dazu entschieden, einfach wirklich einen Basic Platin Walkthrough inklusive DLC zu machen, wo wir wirklich von Gebiet zu Gebiet gehen, genauso wie es auch gehört, damit ich auch ein bisschen was zur Geschichte erzählen kann. Die Geschichte von Bloodborne ist nämlich sehr kryptisch, eine der besten Stories aller Zeiten. Ich bin jetzt, weiß Gott, kein guter Redner, so dass ich jetzt wirklich da einen Lore-Walkthrough machen könnte. Dazu gibt es bessere, da braucht sie wirklich nur googeln, YouTube. Auf YouTube schauen, Bloodborne Lore Deutsch, ich glaube der Fair Toni heißt der, der macht da ganz super Videos dazu. Nein, ich werde das so anlegen, ich werde immer wieder was zur Story erzählen, ne, dass man sich zumindest auskennt. Ich werde aber das Ganze nicht überladen. Ja, ich werde zu NPCs was erzählen, ich werde mal zu gewissen Ereignissen was erzählen, was geht da eigentlich ab im Bloodborne, weil ja, die ersten 3 Mal durchspielen, muss ich selbst zugeben, ich habe keine Ahnung gehabt, what the fuck, was geht da eigentlich ab. Darum habe ich mir gedacht, ich mache einen Platin-Walkthrough und erzähle ein bisschen nebenbei immer auch was zur Geschichte. Aber der Fokus sollte doch klar darauf gerichtet sein, dass ja, wir die Platin erreichen. Ganz einfach. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt einmal los. Und da ich sehr großer Quentin Tarantino-Fan bin und eigentlich meine Charaktere immer John Travolta oder Uma Thurman nenne, wegen Kill Bill und Pulp Fiction. Nehme ich im Bloodborne meistens die Uma Thurman. Mache ich jetzt auch. Verschrieben, toll. So. Wir sind natürlich weiblich. Klar. So, und jetzt eigentlich das einzig Wichtige in der Charakterstellung ist die Klasse. Na? Da haben wir zum einen den Angsthasen, der hat Seelenstufe 10, kann man sagen. Ja, Blutechos sind die Währung, sind wie in Dark Souls die Seelen. Das sind da die Blutechos. Das ist so ein Standardcharakter, würde ich mal sagen. Einziger Überlebender, ja, so eher basic,
schwierige Kindheit ist eher Dex-Charakter zum Starten. Ich meine, es ist egal, was ihr eigentlich nehmt, ihr könnt es immer nur umskillen. Wir werden aber das Leben voller Gewalt nehmen, weil ich baue mir einen Stärke-, Ausdauer- und Vitalitätscharakter. Ganz basic ein Stärke-Charakter. Einfach. Wer übrigens wissen will, wie man absolut OP wird im Bloodborne, der kann sich natürlich in der Infobox, verlinke ich das Video, wie ihr ganz schnell mit Arcan OP werdet. Wer für das Interesse irgendwie hegt, kann sich das anschauen. Und natürlich, und das ist mir wirklich ein ganz großes Anliegen, dass ich das wieder mal dazu sage, ist jedes einzelne wichtige Item, jeder noch so kleine Fund oder platinrelevanter Gegenstand, alles per Timestamp in der Infobox verlinkt. Wenn euch irgendwas fehlt, schaut es einfach danach. Dann haben wir da noch den Militärsveteran. Ja, das ist also eher Basic, Geschick, Stärke, für ein Stärke-Dex-Bild vielleicht. Die noble Abstammung, da haben wir ein Blutbild. Aber ich würde sowieso sagen, Blut und Arkan ist eher was für Fortgeschrittene. Außer man probiert eben das, was ich in diesen einen Videos sage, dass man sehr schnell OP werden kann. Aber das ist nicht der Sinn, weil da geht man schon viel zu früh in Gebiete, wo man erst noch gar nicht hin sollte und so. Wir spielen das wirklich Schritt für Schritt einfach durch. Das grausame Schicksal hat eben, ja, das würde ich empfehlen, die was Arcan spielen wollen. Das Problem im Bloodborne, wenn man sagt, okay, ich bin neu, ich möchte aber sofort Arcan spielen, weil das ist das Einzige, was im Bloodborne mit Zauber so ein bisschen möglich ist. Man bekommt wirklich, wenn man die Spiel normal durchspielt, ja, ohne irgendwelche Abkürzungen, die Arcanen, Waffen, die besten und die Zauber wirklich erst im Endgame. Darum würde ich für den ersten Durchlauf einen ganz normalen Charakter machen. Der Nichtsnutz sagt eigentlich eh alles aus, hat die geringste Seelenstufe 4. Für Challenge-Runs, für Level 4-Runs ganz gut. Aber wir, wie gesagt, nehmen das Leben voller Gewalt mit 15 Stärke, sehr gut ist. Ja, und da kann man sich wieder spielen, ne? Man kennt das Ganze. Stimme, ja, nehmen wir jugendlich, egal. Körperbau, sehr dünn ist die Uma Thurman. Größe. Hautfarbe, da könnte man, das ist zu dunkel für die Uma. Das passt mir sehr gut rein. Gesichtsdetails. Auf jeden Fall die Haare. Ne? Haare, wo haben wir klassische? Da, das ist für mich die Kiddo aus Kill Bill. Haarfarbe muss da natürlich dementsprechend. Ja, wenn ein bisschen Farbenblend, das wird passen. Und vielleicht noch die Brauen, ja, die ändert ihr jetzt noch. Ja, gefällt mir, passt. Für mich ist das okay. Ich tue gleich als Favorit speichern. Passt. So, Uma Thurman, weiblich, jung, Leben voller Gewalt. Und wir schließen ab. Los geht's. Gut. Gezeichnet und versiegelt. Beginnen wir nun mit der Transfusion. Oh, nur keine Sorge. Was auch passiert, ihr werdet das alles für einen bösen Traum halten.
Ihr habt euch eine Jägerin gesucht. So, und schon wachen wir auf in Josefkas Klinik. Vielleicht ganz kurz zum Inventar. Da haben wir später die Waffen, das Gewand, ne? Die Haube und so weiter und so fort. Da werden wir die Waffen dann ausrüsten. Aktuell haben wir noch nichts. Ich gebe die Haube immer runter, weil die schaut bescheuert aus. Das wird eine bisschen längere Folge. Wir clearen das erste Gebiet komplett. Ne? Wir tauchen ein bisschen in die Atmosphäre von Bloodborne ein. Und ich erkläre natürlich auch die Spielmechaniken. Ich erkläre das Parieren, Backsteppen, ein bisschen was von der Lore und so weiter und so fort. So. Mit L1, ne, nehmt ihr die Fäuste zweihändig. Aber es ist eigentlich gar nicht wichtig. Da können wir jetzt aktuell noch nicht durch. Es geht jetzt mit da lang. Da haben wir schon die erste Notiz, die lesen wir. Handgeschriebene Kritzelei, suche Bleichblut, um die Jagd auszuweiten. So, was haben wir da vorhin in dieser Cutscene gesehen? Also, um was geht es in Bloodborne? Im Groben gesagt. Wir sind im Zentrum von Yharnam in Yharnam. Das ist die Stadt, in der das Ganze spielt. Sehr vom Lovecraft inspiriert, so London in den weiß ich nicht welchen Zeiten. Unähnlich tolle Atmosphäre. Und die ganze Stadt Yharnam ist von einer Plage befallen, die alle Bewohner in schreckliche Bestien verwandelt. Ja? Und da gibt es die Jäger, das sind wir, ne, zum Beispiel. Einer von vielen Jägern, die was die Aufgabe haben, diese Plage einzudämmen, indem wir diese Bestien töten. Das ist einmal so die Grundhandlung. Ja, sie ist noch viel komplexer, aber mehr braucht man zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. So, Leute, ich freue mich, dass ich mit euch diese wunderbare Reise da machen kann. Ich liebe dieses Game, es ist jetzt schon wieder geil, obwohl ich schon so oft durch habe. Da könnt ihr euch Tipps durchlesen. Ne? So, jetzt treffen wir da auf einen Werwolf. Ich möchte ja so wenig wie es geht sterben in dem Game. Ich werde es versuchen, damit die Fäuste zu besiegen. Ihr könnt da ruhig sterben. Ja? Das ist nämlich so gedacht, dass man da stirbt. So. Was ich da jetzt genau gemacht habe, erkläre ich später. Und wir bekommen die ersten Blutfiolen. Links oben sieht man das. Drei Blutfiolen haben wir. Das sind die Heilungen. Darunter sind die Kugeln für unsere Pistole dann. Und rechts oben sieht man die Blutechos. Das sind die Seelen. Das ist ja, die Währung für alles in diesem Spiel. Und darunter die Einsicht. Ja, aber zur Einsicht, also wo das Auge ist, das heißt Einsicht, da kommen wir später dazu. So, wenn ihr da jetzt gestorben seid, ja, was leicht sein kann, wenn man Neuling ist, dann treffen wir uns gleich. Ihr könnt mir jetzt kurz zusehen, ihr werdet so nichts verpassen, ihr hebt es da auf. Ihr seid jetzt erwacht im Traum des Jägers. Und ich bin gleich bei euch. Ja. Wir sind gleich an derselben Stelle. Und wie gesagt, ich will nicht so oft sterben. Ich muss einmal sterben. Ja. Also geplant, weil sonst komme ich in ein Gebiet nicht. So, und wir sind im Zentrum von Yharnam. Und schaut sich bitte mal diese Kulisse an. Es ist einfach nur fantastisch. Unendlich geil. So, dann nehmen wir die Blutfiolen. Erster Gegner, den laufe jetzt vorbei. Wir gehen den Weg noch und noch mal gemeinsam. So. Man hört da schon, ne? An der Brücke könnte was passieren. So, dann machen wir die Lampe an. Das ist jetzt alles noch nicht relevant, wenn ihr gestorben seid.
Ja. Und spätestens jetzt sind wir an derselben Stelle. So, wir sind im Traum des Jägers angelangt. Vielleicht kurz ein paar Worte zum Traum des Jägers. Das ist unser Zufluchtsort für alles. Man kann da nicht sterben, man kann da aufleveln, man kann sich Sachen kaufen, man kann schnell reisen an diesen Grabsteinen zum Beispiel. Man kann hier bei dieser Puppe, die was aktuell noch nicht funktioniert, ne? Eine verlassene Puppe, kann man später leveln. Dazu brauchen wir aber Einsicht. Das ist eben rechts zu sehen, bei diesem Auge, wo die Null steht, braucht man Einsicht, um zu leveln. Für was braucht man Einsicht noch? Ja, Einsicht braucht man, um sich Sachen zu kaufen bei einem Händler. Und wenn man Co-op spielen will, was wir in diesem Platin-Walkthrough nicht machen, es wird ein Offline-Platin-Walkthrough, wenn man Co-op spielen will, dann, Moment, genau, dann braucht man die Einsicht eben auch. Wir gehen kurz eine Runde, da haben wir einen Händler, also den wichtigsten Händler, der verkauft aktuell Blutfiolen, Kugeln, Molotow und Kiesel. Wir kaufen nichts davon, noch nicht. Zu diesen Grabsteinen da hoch, später mehr, dazu verliere ich noch gar kein Wort. Da geht es dann später ins DLC. Und jetzt kommen wir in das Hauptgebäude und wir quatschen mal mit dem Dude, was uns der zu sagen hat. Aha, ihr müsst die neue Jägerin sein. Willkommen im Traum des Jägers. Dies wird fürs Erste euer Zuhause sein. Ich bin German, Freund der Jäger. Ihr seid mittlerweile sicher sehr durcheinander, aber denkt nicht zu viel über alles nach. Zieht einfach los und erlegt ein paar Bestien. Es ist zu eurem eigenen Besten. Wisst ihr, das ist das Geschäft des Jägers. Ihr werdet euch daran gewöhnen. Immer die Dialoge ausschöpfen, man kennt es aus FromSoft-Spielen. Dies war einst der Zufluchtsort für Jäger. Eine Werkstatt, in der die Jäger ihre Waffen und Körper mit Blut verbessern konnten. Wir haben nicht mehr so viele Werkzeuge wie einst, aber ihr könnt gerne alles benutzen, was da ist. Sogar die Puppe, wenn ihr wollt. Ja, es klingt sehr zweideutig. Es ist ja immer so ein bisschen bei der Bloodborne-Community, ob er das zweideutig meint. Ich bin persönlich der Meinung, nein, das ist keine zweideutige Anspielung. Die Puppe ist einfach zum Leveln da. Dies war einst eine Werkstatt, wie ihr so. Genau, so, das ist German und das ist so unser Mentor im Game, kann man sagen, ja. German war der erste Jäger und er wird uns immer wieder mit Dialogen ein bisschen Hinweise geben, in welche Richtung das Game geht. Aktuell hat er nicht mehr zu sagen, das was er gesagt hat ist Programm, wir sind sehr durcheinander, wir wissen nicht genau was los ist, wir sollen einfach losziehen, ein paar Bestien erlegen und genau das machen wir auch. So, dieser Raum ist äußerst wichtig. Da haben wir zum einen die Lagerkiste. Aktuell brauchen wir da noch nichts. Da kann man eben Waffen lagern, was man nicht mitführen will, oder Items oder sonst irgendwas, oder dann eben wieder rausholen. Dann haben wir hier sehr wichtig die Werkstatt.
Da kann man Waffen verstärken, reparieren, später dann Blutedelsteine einsetzen, sprich Runen in die Waffe einbauen. Kommen wir dann später dazu. Und da haben wir den Erinnerungsaltar, da kann man dann Runen für uns selbst reingeben, dass wir zum Beispiel ja, mehr Leben haben oder mehr Heilung mitführen können. Gibt's einige, die Caryl-Runen. Ja, wir lesen kurz die Notiz da hinten. Um diesem schrecklichen Traum des Jägers zu entkommen, halte die Quelle der sich ausbreitenden Plage der Bestien auf, damit die Nacht nicht ewig wird. Also, wie gesagt, wir sollen Bestien töten. Ganz wichtig. So, jetzt kommen wir zur Waffenauswahl. Da bekommen wir ein Notizbuch, das habe ich noch nie gebraucht. Und jetzt können wir uns da mal eine Schusswaffe auswählen. Da gibt es für mich persönlich nur die Jägerpistole. Gleich vorweg, die Waffen im Bloodborne sind nicht dazu gedacht, Gegner zu umzuballern wie in Doom oder sonst in irgendeinem Shooter. Die sind eigentlich zum Parieren gedacht. Parieren ist in Bloodborne wirklich eine ganz große Komponente, die was ihr wirklich von Anfang an wirklich lernen solltet. Wenn ihr nicht parieren lernt, werdet ihr bei viel Bosse oder so Probleme haben, die was mit dem Parieren ganz einfach gehen. Ne? Also die Jägerpistole nehmen wir, sehr gut, und wir rüsten sie gleich aus. Die zwei Felder sind für die Waffen, also für die Schusswaffen und für die Fackeln, und die für die ja, Handwaffen. Pistole haben wir in der Hand. So, jetzt die große Frage, was nimmt man da? Ja, für Einsteiger empfehle ich persönlich die Sägehackbeil. Aber eigentlich dann doch nicht, weil wir im ersten Gebiet eine sehr ähnliche Waffe bereits finden. Fakt ist, wir brauchen sowieso alle Waffen gleichzeitig, die was es im Spiel gibt, im Inventar für eine Trophäe. Ja, das ist Fakt. Ich persönlich werde mir die Jägeraxt nehmen und die würde ich euch auch empfehlen, weil, wie gesagt, wir im ersten Gebiet sowieso eine ähnliche Waffe wie die Sägehackbeil bekommen. Und dann haben wir wirklich dort zwei unterschiedliche Waffentypen. Und gerade die Jägeraxt ist von Moveset her, finde ich, sogar eine der besten Waffen im Bloodborne. Für einen Stärkecharakter ist die Jägeraxt einfach wirklich top. Ich nehme die Jägeraxt. Rüste sie aus, ne? Kurz zur Bedienung der Steuerung, ja, also mit R1 ist Schlagen, R2 ist harter Schlag, R2 gedrückt halten ist aufgeladener Schlag, ganz wichtig für Backsteps, L2 ist Parieren, also Schießen im richtigen Moment, L1 ist die Waffe beidhändig führen, und da haben wir auch schon den großen Vorteil der Jägeraxt. Also jetzt sage ich die normale Combo. 1, 2, 3. Starken Angriff. Sehr gut. R2. Und R2 gedrückt halten, und das macht die Waffe so geil. Ja, einen absoluten Wirbelschlag, der was verdammt nochmal fucking hilfreich ist. Ich würde es einfach mal sagen. So, mal die grundlegenden Sachen da im Traum des Jägers. Das Gegenteil von Albtraum, weil da herrscht Harmonie, da herrscht Frieden. Ne? Jetzt können wir hier reisen. Wenn ihr beim Wolf gestorben seid, dann ist das bei euch noch nicht da, das Zentrum von Janam. Darum gehen wir jetzt zurück ins Krankenzimmer im Erdgeschoss. Jetzt haben wir Waffe und jetzt kann man den Wolf ganz easy töten mit der Waffe. Ne? So funktioniert das Ganze. So, bevor wir weitergehen, gehen wir die Treppe hoch und reden mit Josefka. Seid ihr auf der Jagd? Dann tut es mir sehr leid, aber... ich kann euch nicht hereinlassen. Ich bin Josefka.
Die Patienten hier in meiner Klinik dürfen nicht der Infektionsgefahr ausgesetzt werden. Ich weiß, dass ihr für uns, für unsere Stadt auf der Jagd seid. Aber ich kann nichts machen. Bitte. Mehr kann ich nicht für euch tun. Wir halten Josefkas Blutfiole. Das ist eine kleine Heilung, ja? Geht jetzt. Und Weidmanns Heil. Braucht ihr noch etwas? Aber ich habe nichts mehr, was ich euch geben kann. Bitte, versucht meine Lage zu verstehen. Ich kann nur für eine erfolgreiche Jagd beten. Braucht ihr noch, aber ich kann... So, merkt euch die Stimme von der Josefka. Dazu später mehr. Sie ist die Ärztin, kann man sagen. Und sie versucht eben, die Leute zu heilen, die was von dieser Plage besessen sind. So, jetzt würdet ihr ganz normal im Spiel weitergehen und ihr würdet da jetzt auf diesen Wolf treffen, den was ihr ganz leicht niedermähen könnt und dann eben genau denselben Weg gehen, was ich gegangen bin. Da würden die 10 Kugeln liegen. Ja, kann man wieder, immer wieder herrlich in die Stadt. Da liegt ein schöner Zylinder. Kann ich nicht gebrauchen, nicht aufheben. Nicht vergessen, da die Blutfiolen aufzuheben. Und jetzt starten wir ins Abenteuer und killen unseren ersten Menschen. Wenn ihr seid verflucht. Jawohl, der droppt gleich mal 2 Kugeln. Da kann man sehr gut looten. Man sieht, es sind noch Menschen, die was langsam dabei sind, sich zu Bestien zu entwickeln. So, die pennen da gemütlich, ne? Man sieht leider jetzt die Gesichter nicht, aber die sind schon sehr, ja, man sieht es da vielleicht ein bisschen monsterähnlich, ne? Kurz von der Verwandlung. Und Molotow-Cocktails. Und die würde ich mir aufsparen, die würde ich nicht leichtsinnig verbraten. 2x Heilung noch, perfekt. Und wir krabbeln hoch. Und jetzt reden wir mit einem sehr wichtigen NPC für die Platin. Und auch einen sehr, sehr netten NPC. Und wir hören uns einfach jetzt einmal seinen ganzen Dialog gemütlich an. Oh, ihr müsst eine Jägerin sein. Und ihr seid nicht von hier. Ich bin Gilbert. Ich bin auch ein Fremder. Ihr müsst viel Spaß gehabt haben. Janam hat eine besondere Art, mit Gästen umzugehen. Ich glaube nicht, dass ich aufstehen könnte, wenn ich wollte. Aber ich möchte gern helfen, wenn es irgendetwas gibt, was ich tun kann. Diese Stadt ist verflucht. Was auch immer ihr vorhattet, ihr solltet schnell von hier verschwinden. Was auch immer man hier finden kann, es bringt mehr Schaden als Nutzen. Wir reden weiter mit ihm. Bleichblut, sagt ihr? Nie davon gehört. Aber wenn ihr am Blut interessiert seid, solltet ihr es bei der heilenden Kirche versuchen. Die Kirche kontrolliert das gesamte Wissen über die Blutbehandlung und alle Arten von Blut. Hinter dem Tal, im Osten Janams, liegt die Stadt der heilenden Kirche, der Kathedralenbezirk. Und tief im Kathedralenbezirk steht die alte große Kathedrale, der Geburtsort des besonderen Blutes der heilenden Kirche, wie es heißt. Janamiten teilen nicht viel mit Fremden. Normalerweise würden sie euch nicht in die Nähe dieses Ortes lassen, aber heute Nacht ist die Jagd. Das könnte eure Chance sein. So, wir reden nochmal mit ihm. Hinter dem Tal. Er wiederholt sich. Das ist der Gilbert, ja? Und wie man deutlich hört, auch er ist schon von der Plage befallen, hat sich in seinem Haus verbarrikadiert und ist einer der wenigen freundlichen NPCs, die was wir treffen. Er hat uns jetzt einige Tipps gegeben. Wir sind hier auf der Suche nach Bleichblut, nach dem Heilmittel quasi. Ne? Und wie, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon erwähnt habe, in der Anfangsfrequenz hat man es ja gesehen. Wir haben Blut injiziert bekommen, damit wir keine Bestien werden, damit wir Jäger sein können. Ja? Wir sind praktisch gesund und von der Plage nicht betroffen. Wir sind eine Fremde
Und Lovecraft-typisch ist es eine sehr ausländerfeindliche Stadt da. Ja, das ist so typisch für die Geschichten von Lovecraft. Und wir sind absolut nicht erwünscht da als Fremder in dieser Stadt. Doch wir sind auf der Suche nach der Heilung und die gibt es in der großen Kathedrale. Was machen wir jetzt in diesem Part? Ganz einfach, wir clearen das gesamte Gebiet. Ja, komplett das gesamte Gebiet, das Zentrum von Yharnam säubern wir jetzt zu 100%. Gehen da runter und heben mal 8 Stück Kiesel aus. Die rüsten wir gleich aus. Kieselsteine sind dazu da, um Gegner, die was eng beieinander stehen, um sie praktisch anzulocken. Ganz einfach. Da ist schon der erste Dude, ne? Jetzt laufen wir da noch runter und gleich wieder hoch. Wir wurden gesehen, ne? Jetzt warten wir hier und jetzt muss man immer gut abschätzen können. Wir locken alle da hoch. Ja, ja. Lernst du es wirklich, dass die Waffe leicht die Verzögerung hat? Mit Kreis übrigens weicht man aus und dodgt. So. Zack. Dann gehen wir da runter und öffnen den ersten Shortcut. Und dass ein bisschen ein Verständnis von der Stadt Yharnam kriegt. Wir sind jetzt da, wo wir angefangen haben. Na, da sind wir rausgekommen. Da links sind wir hochgekrabbelt und da ist der erste Mini-Shortcut. Braucht keiner. So, da hinten ist ein sehr dicker Gegner. Da geht es nicht weiter und der bewacht auch nichts. Den werden wir später killen. Weil der ist aktuell noch zu stark. Na? Ich könnte den jetzt locker töten, aber für Neulinge würde ich das noch nicht empfehlen. Man kann hier in dieser Stadt, na, man hört das Winseln sehr gut. Jetzt die Musik immer ein bisschen lauter drehen. Oder die Soundeffekte. Überall hört man das Jammern. Und diese düstere Atmosphäre, die saugt einfach einen so richtig in den Bann. Oder wie man das sagt, die zieht einen in den Bann. Und überall, wo so ein Lämpchen ist, kann man auch klopfen. Seid ihr diese Fremde? Tja, tut mir leid, aber ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Verschwindet von hier! 4 Molotows wieder. Sehr wichtig. So. Das ist das Ende. Elende Fremde. Niemand öffnet in einer Nacht der Jagd seine Tür. Verschwindet. Sofort. Die englische Sprachausgabe ist sensationell, aber ich finde auch die deutsche sensationell. So, Achtung, der stellt sich nur tot. Beziehungsweise schlafend. 3 Quecksilberkugeln. Ich muss kurz niesen, darum muss ich mich kurz muten. So, sorry. Leute, weiter geht's. Mit Kreis und dann angreifen. So, und da findet man schon ganz was Wichtiges. Die erste Blutsteinscherbe und Blutsteinscherben sind dazu da, die Waffe auf abzugraden. Ne? Da brauchen wir ganz viele davon. Werden auch 5, 6 finden im ersten Gebiet.
Ja, immer sehr überraschend. Vielleicht habt ihr es jetzt gesehen, das ist eine große, ja, ein großes Spielelement von Bloodborne, dass wenn man Schaden bekommt, zieht es was vom Leben ab und man hat kurz Zeit, durch Gegentreffer ein bisschen was von den Schaden wieder wettzumachen. Und das feiert die zum Beispiel extrem. So, jetzt wird es erstmal ein bisschen schwierig. Wir locken da die ersten Dudes zu uns hoch. So, man sieht, die beten da einen verbrannten Werwolf an, so eine Opfergabe, also. Na okay, jetzt ist nicht gegangen. Ja. So, jetzt holen wir uns den Kollegen. Und da kann ich euch schon zum ersten Mal zeigen, wie ein Backstep funktioniert. Ihr visiert den an mit R3. Er geht hin zu dem Typen. Und dann ganz folgendes, mit R2 macht sie einen aufgeladenen Angriff, dann geht sie einen Schritt nach vor und drückt sofort R1. So. Einen Schritt nach vor und R1. So kommen sich Gegner von hinten nähern und praktisch einen Backstep machen. Es gibt dann noch den Eingeweideangriff, das ist das mit dem Parieren von vorne. So, da geht es aktuell nicht weiter. Da wäre es sehr gefährlich, aktuell runterzugehen. Darum würde ich empfehlen, hier lang zu laufen. Schauen, ob da noch... Na, dort die Kollegen. Perfekt. So. Das Wichtige ist eben, dass man immer auch die Leichen lootet, wenn sie was droppen. Denn Molotow, sehr fein, sehr guter Job. Denn es gibt keine Fixheilung. Ja, die kann euch komplett ausgehen. Die kann auf null runtergehen. Es ist nicht so wie in Dark Souls oder in, dass ihr immer drei Standardheilungen habt oder so. Es geht auf null runter. Genauso mit den Schüsse. So, jetzt haben wir da einige Menschen stehen. Und wir haben ja da ausgerüstet die Kiesel und mit Quadrat können wir jetzt die einzelnen anvisieren und dann schießen mit drei mit Quadrat. So, holen wir nur den her praktisch. Ne? War jetzt nicht gut getimed, aber egal. Jetzt tot. Den nächsten ein bisschen weiter noch vor. So, wir ziehen uns den her. Ihr seid verflucht! Vielleicht gleich den nächsten, den da. Perfekt, der hat uns gesehen. Und genau für das ist der Kiesel gut, zu mehr nicht. Aber so kann man schön die Gegner anlocken, ne? Und kann sie das da relativ easy, gemütlich machen. Zu dem laufe ich schnell hin da. Und dann schnell weg, weil die werden jetzt schießen. Wir müssen nur den kurz da töten noch, Achtung. Ja, wurde schon getroffen. Heilen tut man sich mit Dreieck. Auch noch eine wichtige Mechanik, wenn ihr eine Heilung opfern wollt und 5 Kugeln dazu bekommen wollt, dann einfach Steuerkreuz nach oben. Man verliert Heilung, bekommt 5 Kugeln dazu und dann heilt man sich einfach wieder auf. Na, jetzt haben wir praktisch 24 Schuss. So, die Schützen sind gefährlich. So, ganz gefährliche Situation, habe ich es ein bisschen unterschätzt. Wir clearen einmal da dieses kleine
wenn man sich da herstellt, ne, kann nichts passieren und dann... Achtung, ein Hund. Runterfallen und R1. Drop Attack. Perfekt. Und... So, jetzt können wir da alles looten. So, da hören wir schon, da will wer rein. Wir können da nicht rein. Aber wir werden da gleich das erste Mal parieren üben. Achtung vor dem Feuer. Ja, da liegen die ganzen Leichen. Es ist einfach... Die sind alle schon halb Bestien. Versuchen alles, um dieser Plage zu entgehen. Man sieht so, die opfern da einen Werwolf. Das ist einfach so geil. Diese Stimmung ist einfach... So atmosphärisch, es ist atmosphärisch das Spiel, was ich jemals irgendwie gezockt habe. So, nicht vergessen, wirklich immer die Kisten auch zu zertrümmern. Kaltbluttau, das ist ein Item, das sind praktisch Blutfiolen, sprich Seelen oder unsere Währung in Päckchenform, die kann uns keiner nehmen. Weil auch wie in die anderen Souls-Spiele, wo man einmal stirbt, ist alles weg, ne? Dann hat man einmal die Chance, das zurückzubekommen. Und sollte man am Weg zum Todesort wieder sterben, ist alles weg für immer. Und dieses Kaltbluttau, das haben wir im Inventar. Das kann uns keiner mehr nehmen. Ganz wichtig, die zweite Blutsteinscherbe. Und zweimal Heilung, sehr fein. So, jetzt hören wir uns an, was die Dame dazu sagen hat. Na, die besaufen sich nochmal, die haben... Ich finde das auch so toll. Ich liebe diese Türe da, ja. Die machen sie nochmal eine richtige Gaudi und saufen sie zu und... Ja, richtig geil. Ich glaube nicht, dass ihr von hier seid. Tja. Ihr sitzt draußen fest in einer Nacht der Jagd. Ah, oh, ihr armes, armes Ding. Ja, mehr ist da nicht, ne? Euch fährt's trotzdem. Da geht's später weiter, aktuell aber noch nicht. Denn wir gehen zuerst da. Achtung, drehen. Einfach immer auf Abstand gehen, unten durchdodgen. Jetzt wieder ein bisschen. Da fängt man eine Ölurne. Das ist gut, wenn man zuerst eine Ölurne auf einen Gegner draufhaut. Danach einen Molotow-Cocktail. Natürlich macht es viel mehr Schaden. Klar. Und vielleicht hört man schon die Spieluhr im Hintergrund. Das ist einer der großartigsten Geschichten, die was From Software jemals gemacht hat. Eine ganz tolle Lore-Geschichte von einem NPC. Beziehungsweise von mehreren NPCs, dazu später aber mehr. So, jetzt haben wir wieder diesen fetten Kerl. Und da kann man jetzt parieren üben. Parieren funktioniert so, wirklich ganz knapp bevor ihr getroffen werdet, schießt ihr mit der Knarre mit R2, ne, mit L2, Entschuldigung, einen Schritt noch vor und Eingeweideangriff. Wir üben das jetzt einfach. Und bei dem könnt ihr wirklich üben, bei dem Fetten. Der dreht sich jetzt um. Noch vor und R1. So. Noch vor und R1. Und das müsst ihr Endos haben im Bloodborne. Parieren. Für ganz viele Bosse ganz wichtig. So, was findet man? Molotow 4-mal, sehr gut. Und ganz wichtig für die Waffentrophäe, die Fackel. Wir brauchen alle Waffen, was es gibt im Spiel. Ja, Fackel ist tatsächlich eine Waffe. So, perfekt. Der nächste Tipp, den was ich euch geben kann, ist, jetzt kommen ein paar Hunde.
die kann man sich ganz gut auf Abstand halten, mit einfach, wenn man sie einmal anschießt, ja, dann fallen sie um. Bei Hunde sind so Kaltbluttau plus 1, das war das Item, was wir vorher nicht bekommen haben. Wenn man Hunde anschießt, dann werden sie niedergeworfen, weil jeder weiß, From Software und Hunde. Ja, da hört man die Melodie. Zu diesem Fenster müssen wir dann später. Das war sehr schlecht. Sage ich das jetzt? Ne? Anvisierung. So, war wirklich miserabel. Der Hund kommt. So ist es eigentlich geplant. So, der ballert uns da ins Reiten. Jetzt müssen wir schon vorsichtig sein. Das ist eine gefährliche Ecke da. So. Quecksilberkugeln. Wie gesagt, die droppen auch immer gut. Man sieht es da am besten. Ne? Einen Schuss hin. Zack. Wenn irgendwelche Fragen bestehen, weil ich für euch irgendwas jetzt nicht klar erkläre, bitte ab in die Kommentare damit, Leute. Gell? So. Weiter geht's. Jetzt kommt schon eine gefährliche Situation, aber bevor wir das machen, biegen wir da links ab und holen uns die dritte Blutsteinscherbe. Perfekt. Jetzt kommen da zwei Werwölfe auf dieser Brücke und die könnten wir jetzt, da geht es dann später auch runter, wir gehen da noch nicht lang. So, die könnten wir jetzt da bekämpfen, die Chance, dass wir sterben als Neuling ist sehr groß. Ich zeige euch, wie ihr die leicht besiegen könnt. Na? Ich packe gleich mal die Fackel aus und jetzt laufen wir an denen vorbei und dann gleich links runter. Wir laufen uns jetzt nach, da steht ein Dude. Wir gehen in das Haus und killen gleich mit dem Guy. So, da steht noch ein zweiter, das ist ein bisschen gefährlicher. Und jetzt haben wir natürlich die Tatsache, jetzt können wir das wieder probieren, ne? Einen Schritt hin und er eins. So, jetzt kommen die Wölfe. Die kommen da nämlich nicht rein, die kann man von dort töten. Oh, das war knapp. Ausklappen und einfach von da gemütlich töten. Ist ein bisschen cheesen, aber für den Beginn. Die kann man auch parieren, aber sehr schwer. Also schwer nicht wirklich, wenn man es kann einmal, aber zu Beginn ist halt nur schwer. So, der erste ist down, der zweite fehlt noch. Komm runter. Schlecht. So, jetzt hat er mich getroffen, ne? Und ihr seht, ich habe jetzt alles mir wieder zurückgeholt, links oben. Mit Gegenangriffe. Na komm. So, der droppt einmal super Blutfiolen. Komm runter, Bruder. So, der ist down. Der hat auch drei Blutfiolen für uns. Dann töten wir noch hier diese Kollegen. Einfach, wenn wir es können. Da kann man es wieder probieren zum Parieren. Nicht vergessen, Waffe ausrüsten. Hingehen und R1. Also R2 schießen, kurz bevor er trifft.
einen Schritt hingehen und dann R1. So, die Raben droppen nur Kiesel. Wenn wir da jetzt reingehen, kommt der erste Boss. Das ist die Brücke, was wir gesehen haben. Am Beginn, da gehen wir noch nicht rein. Wir clearen das ganze Gebiet, wie gesagt. Das ganze Gebiet. Darum gehen wir jetzt da runter. Und das Level-Design von Bloodborne ist einfach nur absolut geil. Na, jetzt sind wir da heroben. Da unten waren die ganzen Leute versammelt, was diesen Werwolf angebetet haben. Bekommen wir 10 Kieselsteine. Aber viel wichtiger, wirklich je alles immer untersuchen. Es kann überall was versteckt sein. Da, nächste Blutsteinscherbe, absolut wichtig. Und die nächste. So, das sieht schon richtig, schon so richtig cool aus, wie man mit Blut beschmiert ist und mit Dreck. So, jetzt wird es ein bisschen tricky, ja, denn jetzt kommen starke Gegner. Ihr könnt euch da gerne mal, ich würde sagen, hebt euch 5 Molotovs auf. 5 braucht man für einen Boss dann, oder 6. Könnt ihr mal versuchen, diesen Gegner da Schaden zuzufügen. Na. Die sind nämlich hart. Für Einsteiger. Ja, und nochmal vielleicht und passt. Der ist tot. Aber so solltet ihr das auf Dauer nicht machen. Ja? Übrigens, Items kann man nur nach unten durchscrollen. Also die Schnellgegenstände, was man sich da herlegen kann. Wenn ihr nach oben geht, na, wir schauen uns das an. Steuerkreuz nach oben, dann holt ihr euch wieder 5 Kugeln. Immer nur nach unten. So, lassen wir uns da fallen. Die droppen auch gerne mal Scherben und jetzt versuchen wir die zu parieren. Das ist nicht so leicht. Ja, aber Übung macht den Meister. So, wir gehen einmal da und schauen, ob da noch was ist. Da ist nichts mehr. Wie gesagt, Timing ist da sehr wichtig. Ich krieg's auch gerade nicht hin. Jetzt habe ich es geschafft und man sieht, es ist ein schweres Timing. Ich habe jetzt ein bisschen hätte noch warten müssen immer. Ein bisschen. Und die sind noch viel härter da, die Dudes. Mit die Sperre. Wir locken ihn an. So, der war perfekt, ne? Ganz knapp bevor er ausholt. Und jetzt schnell hin und ihm einfach den Rest geben. Die sind schwerer mit den Stäben. Droppen Blutfiolen, Scherbe wäre mal lieber. Wir schauen, ob da im Kreis noch irgendwas liegt. Und jetzt bekommen wir auch schon eine der ganz, ganz guten Rüstungen im Bloodborne, also Outfits. Ja. Wie gesagt, da haben wir alles geklärt. So, da steht er schon. Der bewacht diese Rüstung. Achtung, eine Ratte. Würde ich empfehlen, Molly drauf. Und sie ist tot. Ne? So, jetzt versuche ich da bitte. Perfekt. Haben wir nochmal dickes Kaltblut, das ist viel mehr Blutfiolen. Die Ratten droppen immer nur Giftmesser, ich weiß nicht warum. So, lieber nochmal ganz aufheilen, weil das ist ein schwerer Gegner. Den könnt ihr auch so besiegen natürlich, ja. Aber ich pariere die halt sehr gerne und es ist einfach wichtig, dass man im Bloodborne parieren lernt.
dreht sie automatisch um. Oder auch nicht. Kann man auch schön backsteppen. Jawohl. Jawohl, wir haben ihn. Nicht runterfallen. Okay, er fällt runter. Aber jetzt hat man es gesehen kurz. Wir haben das Jägergewand und das ist natürlich von den Werte her. Ne? Man sieht 60 physische Abwehr, was wir jetzt dann haben, das hat 110. Man kann das ganze Spiel auch mit diesen durchspielen. Es gibt so zwei, drei Outfits, die ich euch empfehlen. Werde ich euch im Laufe der Zeit zeigen. Gerade im Bloodborne muss man auch sagen, es gibt kein perfektes Outfit. Es ist immer bossbezogen. So. Es gibt Outfits mit extremer Blitzresistenz, Outfit mit extremer Blutresistenz und es gibt da vier Outfits, die bevorzuge ich persönlich und die werde ich im Laufe des Spiels zeigen. Aktuell, ja, reicht es vollkommen aus. Die Kappe könnt ihr euch aufsetzen. Ich mag das nicht. Ja, ich mag mein Gesicht immer frei haben. Das riskiere ich. So, jetzt haben wir da ein bisschen ein Rattenproblem. Ja. Sobald sie uns sehen, kommen sie auch. Einmal dodgen und... abschätzen. Und... immer noch hinten dodgen und man hat genügend Zeit. Dodgen mit Kreis. So, das ist sehr gemein, was da ist. Das sind etliche Ratten, die bewachen nichts. Darum gehen wir da auch nicht nach hinten, da ist einfach nichts. Ja. Das Wichtigste von dieser Ecke, der Kanalisation haben wir uns geholt, das war auch die kleinere Ecke. Wir sind da fertig. Ne? Wir haben unsere Top-Ausrüstung. Und gehen jetzt praktisch zurück zum Ursprung. Ich zerhau lieber noch mal alles, nicht irgendeinen Blödsinn erzähle. Nope, da ist nichts mehr. Wie gesagt, man sieht es da unten, die bewachen gar nichts, also wirklich rein gar nichts. So, aufheilen und runterspringen. Da liegt der Typ übrigens, ja, perfekt. Und wir haben Glück, Blutsteinscherbe, kann aber natürlich auch Blutfiolen sein. So, jetzt haben wir da einige Typen, die da tot sind, was sie natürlich nicht sind. Man sieht, die leben alle. Alle. Ich kann euch nur empfehlen, nicht anvisieren, sondern eher am Boden schauen und dann in den Boden reinhauen quasi. So erwischt sie am meisten, sonst haut sie drüber. Und aufpassen, denn die sind nicht zu unterschätzen. Wie gesagt, in den Boden schauen und... und schön in den Boden hauen. Mit ihnen den Boden aufwischen. Ja, da haben wir noch einen Penner. Den können wir jetzt so auch machen. Haben wir jeden down? Ne, da schläft noch einer. Guten Morgen. Könnte gefährlich werden jetzt, ne? In den Boden. So, und sie bewachen 10 Kugeln. Sehr, sehr gut. Wir klären zuerst einmal das Gebiet da herunten. Achtung! Wenn sie hergestampft kommen, am besten zurückgehen. So, die sind tot. Das ist sehr schön.
Krähen. Die sind noch One-Hit. Perfekt. Und Treppe hinab. Da ist nichts. Wieder Waffe aufklappen und im Boden hauen. Der ist tot. Haben wir noch mit die zwei da. Und natürlich diesen Kollegen, den können wir so auch killen. Denn der bewacht was ganz was Besonderes wieder. Eine weitere Blutsteinscherbe. Herrlich für die Waffe. So. Ja. So, wir holen sie am Boden der Tatsachen zurück. So, ganz wichtig, wenn ihr jetzt da noch vorgeht, da sieht man schon eine fette Sau, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr werdet wahrscheinlich sterben. Ne? Die stürmt an und man ist tot, wir umgehen das. Und gehen von hinten zum Schwein. Hundebellen herkommt. So, da haben wir jetzt einen Lift und wir haben den wichtigsten Shortcut zum zweiten Boss, zum ersten wirklich harten Boss im Game geöffnet. Haben jetzt hier zwei so fette Typen, an die kann man auch immer gut üben. Na, wir machen das jetzt einfach mal so. Okay, er war jetzt sehr gut. Aber er ist tot. Die droppen meistens Blutfiolen. Da ist der zweite, den können wir wieder parieren üben. Hingehen und R1. Und den Finisher kann man ja so auch geben. Ne? So, ich kassiere ein bisschen zu viel Schaden aktuell. Absolut scheißegal. Gehen wir da hoch. Holen uns noch dieses Item. Da geht es nicht weiter. Kalbbluttau. Und tada! Verdammter Fluch! Zeige ich gleich, wo wir sind. Wir töten den Typen. So, da ist jetzt ein alter Opa, man könnte Mitleid haben, aber haben wir nicht. Denn der hätte uns getötet mit Schüssen. Und da findet man einen kräftigen Blutcocktail, ein sehr wichtiges Item. Na, wichtig. Wichtig ist nicht. Man kann halt Bestien damit in die Ecke locken, weil Bestien sind auf Blut sehr gierig und die kann man ablenken damit. Werden wir bei einem Boss auch einsetzen, später dazu mehr. Da liegt eine ganz wichtige Notiz, die lesen wir uns durch. Als die Jagd begann, hat uns die heilende Kirche verlassen und die große Brücke in den Kathedralenbezirk blockiert, da in dieser mondhellen Nacht Alt-Janam abbrannte. Alt-Janam wird das Gebiet sein, was wir als nächstes dann machen, aber da liegen nur zwei Bosse vor uns. Aber ganz wichtig einmal, ne, die Leute, was da umherirren, die können da nicht weg. Die Brücke wurde blockiert. Und auf dieser Brücke werden wir dann auch gegen den ersten Boss kämpfen. So. Wir öffnen da die Tür. Töten den Dude. Looten die nächste Blutsteinscherbe. Und tada! Was für ein Level-Design. Wir sind am Start. Da ist der kranke Gilbert. Hinter dem Tarif. Und wir sind wieder hier.
und haben jetzt diesen Shortcut da geöffnet. Da werden wir auch zu die Bosse laufen. So, wie gesagt, da herunten waren wir. Ich mache einmal Licht. Und oben haben wir da gegen die Werwölfe gekämpft. Zack, ne? Und da ist die Brücke praktisch zum ersten Boss. Aber wir sind noch nicht fertig, denn der wichtigste Teil der Kanalisation kommt jetzt noch mit einem sehr wichtigen NPC. Mit zwei sehr wichtigen NPCs. Das werden wir jetzt alles machen. Dazu gehe ich jetzt zum Startpunkt zurück. Ja. So, hier. Da sind wir losgerannt am Anfang. Haben wir die ersten Gegner gekillt. Da ist alles geklärt, da lebt keiner mehr. Das ist sehr schön. So, sehr schön. Da war eben dieser Werwolf. Jetzt gehen wir wieder zu den Ladies, ne? Zu den lachenden Ladies. Haben wir eh nichts vergessen? Nein. Alles aufgehoben, perfekt. Da waren die Ladies. Und da geht's jetzt weiter. Sofort die Hunde killen. Weil die kommen auch frei. So wie der. Da draufschießen. Töten. Ich bin ein sehr tierliebender Mensch, aber da muss man die leider töten. Ich liebe dieses Spiel schon wieder sehr. Wenn ich fragt, wie ich so hindotsche zum Gegner, wenn er anvisiert ist, mit Kreis. Sieht man jetzt nicht. So. Erster NPC von 3. Oh, ihr seid eine Jägerin, nicht wahr? Und... Tja, kennt ihr einen sicheren Zufluchtsort? Klopfen. Ich habe vieles gehört. Sich zu Hause einzuschließen reicht nicht immer aus. Würde die Jägerin Hintern bewegen, hätten wir diese Probleme nicht. Ihr seid dazu verpflichtet, mir zu helfen, hört ihr? Also, wie ist es? Erzählt ihr mir davon oder nicht? Aktuell wissen wir von nichts, nein. Ja, ich hätte es wissen müssen. Ihr seid zu nichts Nutze. Ihr habt keinen Respekt vor dem Alter, das ist es. Ja, diese Fremden sind wirklich gut für uns. Na los, gebt es zu. Ihr haltet uns doch alle für verrückt. Ach, verschwindet, was soll's. Ich kenne alle eure Tricks. Ja, da kommen wir später dann zurück zu der. Wir merken uns den Platz. Ja, da ist eh nichts hinten, das weiß ich ja. So, jetzt ziehen, da gehen wir gleich rein. Ne? Also jetzt kommt wirklich einer der wichtigsten NPCs mit der schwierigsten Questline im ganzen Game, weil sie sehr leicht bei dieser Questline sterben kann. Aber zuerst holen wir uns den Gegner da hoch. Ne? Nicht auf die Stiegen, da kann man nicht gut parieren. Wir warten. So, und... Wie ihr seht, es läuft auch bei mir nicht perfekt. Und Glück gehabt, wieder eine Blutsteinscherbe. Sehr gut. Jetzt gehen wir diesen Geheimweg da entlang. Und ganz wichtig für die Platin jetzt, sehr versteckt, also wenn man das nicht weiß, die zu finden, verdammt schwer. Da haben wir Eileen die Krähe. Wir reden mal mit ihr. Oh, eine Jägerin, nicht wahr? Und nicht von hier. In was für ein Chaos ihr hineingeraten seid. Und dann noch diese Nacht von allen möglichen Nächten. Hier ein Begrüßungsgeschenk für die neue Jägerin. Wir erhalten Zeichen eines starken Jägers. Das ist sowas wie der Heimkehrknochen aus Dark Souls.
Man kann damit jederzeit, wenn man das benutzt, zur Lampe, zur letzten Lampe zurückreisen und verliert dabei keine Blutechos. Macht euch auf das Schlimmste gefasst. Es gibt keine Menschen mehr. Sie sind jetzt alle blutgierige Bestien. Ihr seid noch immer hier? Was ist los? Eine Jägerin, die sich von ein paar Bestien entmutigen lässt? Das macht nichts. Ohne Angst in unseren Herzen würde uns nur wenig von den Bestien unterscheiden. Wir bekommen eine Geste, Umhang loswerden. Ist ganz nett, aber nicht platinrelevant in diesem Spiel, die Gesten. Was macht ihr denn noch hier? Ihr habt lange genug vor Angst gezittert. Eine Jägerin muss jagen. Was macht ihr? Ihr genau. Sie wiederholt sich. So, das ist Aileen die Krähe. Und sie hat einen ganz besonderen Job. Sie ist die Jägerin der Jäger. Denn auch wir, ne, die Jäger, können den Wahnsinn, dem Blut, der Plage verfallen und können wahnsinnig werden. Ja? Und sie ist dafür verantwortlich, dass sie die verrückt gewordenen Jäger, die was wir sind, ne, tötet, eliminiert. Das ist Aileen und da ist der erste Standpunkt ihrer Quest. Geht später weiter im nächsten Gebiet. Aktuell haben wir da alles erledigt. Also wir merken uns, Aileen die Krähe, die Jägerin der Jäger. Hat eine ganz tolle Lore-Geschichte auch. Vielleicht verlinke ich euch ab und zu auch in der Infobox ein paar gute Lore-Videos vom Fertoni. So, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig, wie es am besten, dass nicht, dass ich runterfalle. Ah, das ist vielleicht nicht das Beste. Dann, genau, vielleicht eher L2. So, das ist der Sägespeer, den was wir da runtergeschlagen haben. Und das ist auch eine Waffe, mit der ich sehr, sehr oft spielen werde. Ja, wir schauen, ob da noch was ist. Da ist nichts mehr. So, wo haben wir die zweite Leiche? Da hängt sie. Und auch die schlagen wir runter. Perfekt. Wir gehen zuerst hier entlang. Und lassen uns da einfach fallen. Oh je, er hat uns gesehen. Achtung und pariert. Heil mich auf, immer aufheilen, weil man ist so schnell tot, man glaubt es kaum. So, da steht irgendwo ein Jäger. Genau. Da geht's dann weiter. Ah, ja, da steht irgendwo ein Jäger, da steht er, das Schwein. Egal, wir haben Schaden kassiert und durch das, dass wir sehr schnell gekontert haben, haben wir alles wieder zurückbekommen. Und das ist gut so. So, gefährliche Situation. Wieder so ein Bastard. Ich versuche ihn einfach mal zu killen ohne parieren, falls ihr das einfach möchtet. Na, so geht es natürlich auch, klar. Und ist auch tot. Ja. Aber man kann halt gut parieren üben. Da müsste auch ein Jäger stehen. Oder nicht. So, und von da sind wir gekommen, ne? Nur zur Orientierung. Da sind wir hinuntergegangen zur Aileen der Krähe und da wäre der normale Weg. Und jetzt lassen wir uns ab. Achtung, da kommen jetzt dann Ratten. Könnt ihr mal einen Molotow ausrüsten gleich?
Da ist noch keine. Da müsste jetzt eine kommen oder drei. Drei, okay. Wir hauen einen Molotow drauf. Und alle drei sind down, ne, mit dem Molotow. Wurfmesser, ja. Und wir erhalten den Sägespeer. Eine super Waffe. Die Allrounder-Waffe, würde ich sagen. Und genau diese zwei Waffen werde ich auch im gesamten Platin-Walkthrough hochziehen. Und ein Schwert. Ne? Den Rest muss ich mir nur kaufen. Ich spiele nur mit dem Sägespeer, mit der Jägeraxt und dann mit der Ludwigs Heiligen Klinge. Später dann. So. Jetzt. Haben wir da noch eine Ratte. Die kann man so besiegen leicht. Und jetzt erhalten wir, da nehmen wir auch einen Molotow, unsere erste Einsicht. Ja, beide tot, wunderbar. So, die erste Einsicht, ganz wichtig. Wissen des Verrückten, sprich Einsicht zu mitnehmen. Die werde ich gleich verbrauchen. Wissen des Verrückten verwenden und man sieht es beim Auge. Wir haben eine Einsicht. Ob jetzt können wir leveln. Das ist schön. So, jetzt müssen wir natürlich noch auf die andere Seite. Da haben wir nicht. Das wird jetzt gefährlich. Ja, sehr gefährlich. So, weg, 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 weg. Da haben wir unsere Ruhe. Perfekt pariert und zack. Tot. Blutfiolen. Achtung, zwei Jäger. Oder Jäger. Schützen halt, ne? Tod allen elenden Bestien. Perfekt. So, da noch feines. Kaltbluttau. Nehmen wir mal alles mit. Ach, macht das Spaß, in die ganzen Kisten da rein zu rollen. Ja, überall schauen, dass wir nichts vergessen. Achtung! Raben! Auch da ist eine Rabe. Eine Rabe! Da ist eine Rabe, ja. Perfekt, absoluter Volldepp. Ein Rabe. Da haben wir nichts mehr. Da gehen wir dann gleich runter, ganz wichtig. Aber natürlich, da haben wir noch einen Raben. Und noch zwei Ölurnen. Und jetzt bitte diesen Sprung nicht versauen. Das wäre sehr angenehm. Perfekt. Ganz langsam gehen. Das ist eine Blutsteinscherbe. Jawohl. Äußerst wichtig. Sehr gut. Ja, die Kanalisation, die ist schon sehr verwirrend. Denn jetzt müssen wir auf die andere Seite gehen, ne? Die zweite Leiche, was wir runtergeschlagen haben. Aber dann haben wir wirklich das Gebiet zu 100% geklärt. Wir schauen. Da liegt es. Molotows sind ausgerüstet. Runter mit uns. Da haben wir noch nichts. Da haben wir, glaube ich, ein paar oder... Eine, kein Problem. So, ich kann gleich mal den Sägespeer, ne, nehmen.
Sägespeer ist insofern, also ihr könnt euch gleich mal merken, alles mit Zacken, mit so ja, Haken dran, ist gut für Bestien und das ist gut auch für Menschen. Also Bestien, besonders Bosse, würde immer mit dem Sägespeer angehen. Wiedersehen. Ich glaube, das ist nichts so Besonderes. Ah, Entschuldigung. Verzeihung. 2 Blutsteinscherben. Also ist ganz was Besonderes. So, haben wir das Gebiet da praktisch erledigt. Die Molotows heben wir uns jetzt auf. So, ganz, ganz wichtig, jetzt gehen wir da hoch. Und jetzt beginnt einer meiner Lieblingsgeschichten von From Software überhaupt. Zuerst holen wir uns noch die zweite Einsicht, sprich das zweite Wissen des Verrückten hier bei den Raben. Wir holen sie am Boden der Realität. So, wir haben hier Wissen des Verrückten Nummer 2 und die sind auch schon die einzigen 2 in Itemform, was man finden kann. Ich verwende das gleich. Bam! Man sieht es recht, wir haben 2 Einsicht. Wie gesagt, zum Einsichtsthema komme ich später noch. Wichtig ist, man braucht Einsicht, dass man mal leveln kann überhaupt. Verdammte Fremde, ihr wollt mich dazu bringen, die Tür zu öffnen? Oh Himmel, diese Verdorbenheit! Wie gesagt, nichts Wichtiges. Da kann man wieder üben, backsteppen, nie schnell gehen, sondern wirklich langsam gehen. Dann R2 gedrückt halten, einen Schritt noch vor, R1. Ein Schritt noch vor und R1. So funktioniert ein sexy Backstep. Kommen jetzt ja Blutfiolen, gehen da die Stufen nach oben. Ich kenne diese Stadt besser als mein Zuhause. So, öffnen da den Shortcut. Dann sieht man gleich, wo wir sind. Na, zeige ich das nur zum Verständnis. Und in dieser Folge bin ich jetzt nur sehr humorlos, sagen wir mal so, sehr ruhig. Ich will einfach das so gut wie möglich erklären. Da haben wir die Hunde erledigt. Und da geht's dann. Na, da ist die Brücke, wo es zum Boss geht und so weiter und so fort. Jetzt nicht unbedingt der wichtigste Shortcut, man braucht den nicht unbedingt. Aber was wir unbedingt brauchen. Da haben wir die Hunde gekillt. So, jetzt klopfen wir an diesem Fenster und es beginnt die tragischste Geschichte in Bloodborne. Wer seid ihr? Ich kenne eure Stimme nicht. Aber ich kenne den Geruch. Seid ihr eine Jägerin? Könnt ihr dann bitte meine Mami suchen? Papa ist nicht von der Jagd zurückgekommen. Und sie wollte ihn holen gehen. Aber jetzt ist sie auch weg. Ich bin allein und habe Angst. Natürlich wollen wir die Mutter des Mädchens finden. Wirklich? Oh, danke. Meine Mami hat eine Brosche mit roten Juwelen. Sie ist so groß und wunderschön. Die erkennt man sofort. Oh, das darf ich nicht vergessen. Wenn ihr meine Mami findet, gebt ihr diese Spieluhr. Wir halten das wichtige Item, was für die Lore ganz wichtig ist. Sie wird uns gleich erklären, was es mit dieser Spiele auf sich hat. Sie spielt eins von Papas Lieblingsliedern. Und wenn Papa uns vergisst, machen wir sie an, damit er sich wieder erinnert. Mami ist so dumm, sie ist ohne sie weggegangen. Also wie gesagt, der Vater von ihr ist ebenfalls Jäger. Und er ist eben nicht von der Jagd zurückgekommen und die Mutter ist jetzt, hat sie auf den Weg gemacht, und um den Vater zu suchen.
Wir werden beiden begegnen. Mehr sage ich noch nicht. Wir reden weiter. Meine Mami hat eine Brosche mit roten Juwelen. Sie ist so groß und wunderschön. Die erkennt man sofort. Oh, und wenn ihr sie findet, gebt ihr diese Spieluhr. Bitte. Ich weiß, dass ihr das schafft. Genau, wir rüsten mal die Spieluhr aus. Hoppala, nach unten. Okay, funktioniert nicht richtig, erst später dann. Ganz wichtig, Spieluhr haben wir erhalten und wir sollen die Mutter finden. Die schaut so toll aus, schaut mal den fetten Typen an, dem was wir die Eingeweide rausgerissen haben. Diese Blutspritze, also dieses Spiel ist so geil. Einfach geil. So, mal kurz überlegen, ob wir alles haben. Nein, haben wir noch nicht. Eine Kleinigkeit fehlt noch. Und zwar gehen wir da runter. Hier entlang, ne? Da haben wir diese großen Typen da getötet. Die Schweine haben wir ja noch nicht besiegt. Da steht eben die Sau noch immer vorne. Ja, da haben wir ja den Shortcut aktiviert. Ich werde nie begreifen, warum dieser Hund tot da liegt. Das ist jedes Mal. Vorhin hat er noch gebellt und jetzt liegt er tot. Ist irgendwo runtergefallen? Jedes Mal liegt dieser Hund da. Ich weiß nicht, woher der kommt. So, Shortcut haben wir aktiviert. Jetzt können wir das jederzeit holen. Schaut sich bitte diese Kulisse an. Also dieses Gefühl der Einsamkeit, ja, dieses Gefühl der leeren Straßen. Ah, so leer sind sie nicht, wie man sieht. So, Achtung, Falle. Sobald wir da in die Mitte gehen, kommen die auf uns zugerannt und dann wird der später dann die Kugel da anzünden. Wir warten ab und gehen langsam zurück. So, die Kugel kommt. Wir laufen da her. Und die hat jetzt alle getötet. Oder hat wer überlebt? Nein, keiner überlebt, außer wir. Da gehen wir bis zur Mitte und schießen den fetten Typen weg. Jetzt kommt der da dran. So, jetzt gehen wir die Leiter da runter. Gleich haben wir es geschafft, Leute. Und das ganze Gebiet ist geklärt. Leiter runter sliden. Man hört schon die Schweine. Und jetzt, ich sag's immer wieder dazu, derjenige von From Software, der was die Idee gehabt hat. Ich stelle mir das so vor, die From Software-Typen sitzen beisammen und fragen, ja, was könnte man machen? Und irgendeiner, der was gestern ein bisschen zu viel gesoffen hat, sagt dann, ja, wie wär's, wenn man bei einer fetten Sau einfach einen Eingeweideangriff direkt ins Arschloch machen und alle stehen auf von FromSoft und applaudieren, bravo, bravo, weil genau das wird jetzt passieren. Ist ein Insider in der Plattform-Community, jeder kennt das, ne? Wir fahren jetzt direkt ins Arschloch von der Sau und das kann ganz langsam hingehen. Der 2 und ab ins Arschloch. Ne? Machen wir gleich nochmal, was so schön ist. Oder wir töten sie einfach so. Kann man sehr gut. Ja, Seelenfarmen ist noch ein Blödsinn aktuell. 431. So, da haben wir Blutfiole und ganz wichtig. Das erste Jägerabzeichen. Mit Segen Jägerabzeichen
kann man bei den Bartboten, das sind die Händler im Traum des Jägers, ne, also im Feuerbahnschrein, wenn man so will, kann man immer mehr Sachen dann kaufen. Wir brauchen alle für die Platin, einige fänden wir so, einige durch Quests, zum Beispiel von Eileen. Da haben wir das erste Abzeichen und nochmal Kaltbluttau. Und wie gesagt, das war der Tunnel, wo wir der Sau vorhin ins Gesicht geschaut haben. Wenn man jetzt da ganz euphorisch noch vorläuft, fliegt man in den Tod da hinunter. Nicht vergessen, hier abzubiegen. Ab nach oben. Haben wir noch zwei Gegner. Haben wir da. Ich würde empfehlen, einen zu backsteppen, zu töten und vom zweiten dann mal davon zu laufen ein bisschen. Jetzt wieder töten. Kreis und tot. Und nochmal Zeichen eines starken Jägers. Das kommt uns zugute, denn da wird es zum ersten richtig schweren Boss gehen für Neueinsteiger in diesem Game, zur großen Bloodborne-Prüfung sozusagen. Wir haben das ganze Gebiet geklärt, bis auf den ganz fetten Typen zu Beginn. Ja, den könnte man, naja, jetzt bin ich ein bisschen weit weg. Naja, ihr könnt noch hinlaufen, egal, ich mache das jetzt noch. Den töten wir jetzt noch. Dann können wir wirklich sagen, wir haben jeden Gegner im Zentrum von Yharnam getötet. Können zurückkehren in Traum des Jägers. Das, was ich jetzt da mache, müsst ihr nicht machen. Das mache ich nur, dass ich sagen kann, ich habe alles geklärt. So, ab nach unten. Ah, nach oben, sorry. Jetzt werde ich wahrscheinlich sterben bei dem letzten, weil der ist nicht ohne. Wirklich nicht ohne. Na, ganz easy. So leise, so ruhig, alle tot. Wir sind wieder an der Starterlampe. Gehen jetzt zu diesem Gegner. Ich hoffe, ich würde euch empfehlen, das gar nicht zu machen. Es kann sein, dass ihr einen Blutedelstein droppt. Das kann sein. Oder Blutfiolen. Da bekommen wir halt die Trophäe Blutedelsteinkontakt. Die bekommen wir sowieso im nächsten Gebiet automatisch. Ich werde jetzt versuchen, den Fettklops zu parieren. So, ist tot. Und ja, drei Blutfiolen. Somit haben wir auch keine Trophäe bekommen. Und wir können sagen, wir haben alles geklärt. Na, ihr könnt jetzt, wenn sie irgendwo gerade steht, na, Zeichen eines starken Jägers nehmen, um zur letzten Lampe zu kommen. Ich bin ja da direkt neben der Lampe und reise jetzt zurück in Traum des Jägers. Das setzt zwar alle Gegner wieder zurück, ja, aber ist mir komplett egal. Ich habe alle Shortcuts geöffnet, dass ich zum Boss komme. Alle. Zu beiden Bossen kommt man jetzt ganz schnell. Wir gehen in den Traum des Jägers zurück. Und jetzt können wir leveln, jetzt können wir die Waffen aufwerten und so weiter und so fort. So, was gibst du uns? Wir bekommen die Herausforderungsglocke. Ist für Koop, ne? Wenn man bei Bossen Hilfe braucht, bimmelt man. Wir spielen das aber offline durch. Und da bekommen wir noch die alte Jägerglocke. Der German ist aktuell nicht da. Ne?
So, jetzt reden wir mit der Puppe. Hallo, gute Jägerin. Ich bin eine Puppe. Ich passe in diesem Traum auf euch auf. Ehrenhafte Jägerin, folgt den Echos des Blutes und ich leite sie in eure Kraft. Ihr werdet Bestien jagen und ich werde für euch da sein und eurem verwirrten Geist Mut zu sprechen. Reden? Habt ihr mit German gesprochen? Er war selbst Jäger vor langer Zeit. Jetzt gibt er ihnen nur noch Ratschläge. Er ist verborgen, in der Traumwelt nicht zu sehen. Doch er ist hier, in diesem Traum. Das ist seine Bestimmung. Jetzt fragen wir es über die kleinen Bartboten. Bartboten, also über die kleinen Wesen, was du sitzen in diesen Verkaufsständen. Ah, die kleinen Bewohner des Traums. Sie finden Jägerinnen wie euch. Sie ehren sie und dienen ihnen. Sie sprechen nicht. Aber sind sie nicht niedlich? Genau. Lebt wohl, gute Jägerin. Möget ihr euer Heil in der wachen Welt finden. Fun Fact am Rande, wo man Gesten macht, zum Beispiel verbeugen. Die Puppe macht es auch. Ne? Kann ein bisschen spielen. Ne? Verbeugen. Ab und zu klatscht sie auch. Muss ich mal schauen, wann. Ich glaube, wenn ich Freude mache. Ja, da schaut sie nur ein bisschen komisch. Ne? Ist lustig. Winken. Schaut sie auch nur komisch. Es ist einfach ein kleiner, netter Funfact. So, bevor wir leveln bei ihr, werden wir jetzt die Waffen aufleveln. Bevor wir das machen, werden wir mal da alle Items rauspacken und alle Kaltblut-Tau reinpacken da. So. Perfekt. Die konsumieren wir sofort alle. Das gibt saftige Blutechos. Rechts oben sind schon über 10.000. So, jetzt rüsten wir aus. Molotow. Cocktails und die kleine Spieluhr. Das nächste, was wir machen, ist mal die Waffen reparieren. Und jetzt können wir Waffen verstärken. Ich verstärke zu Beginn den Sägespeer. Ja, mit dem werde ich jetzt auch die nächste Zeit ein bisschen spielen. Jägeraxt ist schon stark. Die ersten drei Stufen werden ziemlich parallel mitgehen. Ich investiere jetzt mal alles in den Sägespeer. Bin auf plus 2 und kann sogar noch einmal in die Jägeraxt investieren. So, im nächsten Gebiet erhalten wir genug Blutsteinscherben, dass wir beide auf plus 3 bringen und den Sägespeer dann sogar auf plus 4. Na, da brauchen wir jetzt 7 Blutsteinscherben und da brauchen wir 4. Finden wir alles überhaupt kein Problem. Waffen sind verstärkt. Jetzt verkaufen wir den Shit, was wir nicht brauchen mehr. Das ist auch sehr wichtig. Man kann auch da verkaufen. Wir sehen, es sind schon mehr jetzt da drinnen, weil wir eben schon ein Segenjägerabzeichen gefunden haben. Wir können jetzt zum Beispiel schon mehr kaufen. Na, man sieht es im Blutcocktail. Von den Waffen können wir kaufen jetzt. Die Starterwaffen alle müssen wir auch. Machen wir ganz zum Schluss, wenn wir genug haben. Donnerbüchse und Jägergewand haben wir schon. Das können wir jetzt kaufen, aber wir können eben auch verkaufen. Und ich verkaufe den Hut jetzt einfach. Ich brauche den Hut nicht, müsst es nicht machen. Und das alte Gewand da. Ne? Gibt keine Trophäe für Gewand oder so. Passt, wir haben 14.660 und jetzt werden wir richtig fett Willkommen leveln. Willkommen daheim, gute Jägerin. Was wünscht ihr? Mit Blutechos Statistik verbessern und aufsteigen. Nun gut, die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich näher kommen.
Jetzt schließ die Augen. So, ich werde in Ausdauer investieren, in Stärke, in Vitalität. Gehen wir ganz schön weit noch, fast bis 20. Ich würde sagen, 18 Vitalität, 17 Vitalität, 13 Ausdauer, 17 Stärke. Perfekt zum Start. Lebt wohl, gute Jägerin. Ja, bis später, bis zum 1000. Mal dann. So, witzigerweise füllt sich alles selbst auf, R2 drücken, bis auf die Molotovs, die füllen sie nie selbst auf. Da holen wir uns 5 raus, somit haben wir 9. Und ich würde euch immer raten, wenn ihr fertig gelevelt habt und ihr habt so ein bisschen Blutechos über, dass das einfach ausgibt, indem ihr etwas kauft. Ne? Wir kaufen jetzt zum Beispiel, ja. Komm. Perfekt, jetzt haben wir 172 Blutechos und 2 Einsicht. Und jetzt zeige ich euch noch den Einsichthändler und dann haben wir mal so den Einsteigerpart beendet und dann geht's richtig los mit Bloodborne. Das ist mit Einsicht kaufen. Ne? Das wird auch immer mehr, wenn wir zum Beispiel einen gewissen Boss besiegt haben oder einen gewissen NPC, einen Bösen besiegt haben, können wir da aktuell noch geht noch nichts, aber können wir da seine Ausrüstung kaufen zum Beispiel. Gibt es ein paar ganz feine Sets, die was wir uns auch dann kaufen. Und es werden immer mehr Sachen. Aktuell kann man sich da jetzt nur die Glocke holen, um anderen Jägern zu helfen. Also wenn wir jemandem helfen wollen im Koop, machen wir aber jetzt nicht. Blutcocktail kann man uns kaufen mit Einsicht. Das ist praktisch der zweite Händler im Game. So Leute. Ich würde sagen, für den ersten Part ist es schon recht gut. Also nicht jetzt mehr Leistung, sondern wir haben einiges geschafft. Ich hoffe, ich werde euch die grundlegenden Angriffsmuster, das Parieren, die Waffenauswahl ein bisschen näher bringen können. Das war so der Einsteigerpart, dass ihr ein bisschen mit dem Ganzen vertraut seid. Als nächstes machen wir 2 Bosse gleich beim nächsten Part. Einer davon ist so ein bisschen zum Aufwärmen, so, ja, Tutorial-Boss würde ich jetzt sagen, ist schon ein bisschen stärker, so Tutorial-Boss, so wird es nicht schwer. Und dann kommt eben eine große Prüfung, ja, also der erste wirklich schwere Boss und an den muss man vorbei, ja, sonst geht es nicht weiter im Spiel. Dazu aber würde ich sagen, im nächsten Part mehr. Wenn euch das gefallen hat, das Video, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, ganz klar. Vielleicht über einen Daumen oder einen Kommentar oder was auch immer. Wenn euch irgendetwas unklar ist, haut es einfach in die Kommentare. Ich beantworte es natürlich so schnell ich kann. Für den Part bin ich raus. Es geht bald weiter. In diesem Sinne, schönen Tag noch. Euer Jack FromSoft.